Also man merkt, dass die Performance da so ein bisschen von dem Spiel, wenn man in den Keller geht, wenn du da in diesem Heim bist. Wenn du da nicht bist, dann ist okay. Schätze mal, das liegt einfach daran, weil du hast da die ganzen Blätter und die machen dann auch nochmal einen Schatten und du hast dann den Nebel noch dazu. Und das alles zusammen verursacht dann schon so ein bisschen, dass du dann selbst auf mittlerer Grafikstufe scheinbar hier so ein bisschen Performance-Probleme hast. Wobei ich jetzt nicht so genau weiß, ob das dann ein Problem des Spiels ist oder ein Problem des PCs. Weil ich denke mal, wenn jetzt hier alles läuft, sollte das da hinten eigentlich auch ohne Probleme laufen. Hm. Naja. Wenigstens kann ich ja dann gleich das machen, womit ich das Problem dann löse. Ich jag die drei Haine einfach zur Hölle. Da werde ich keine Performance-Probleme haben. So, wo ist der Master Knoppers? Error? Jettison enable failure. Possible cause. Damage to power relay. Consult diagnostic report in repair bay level 3 for detailed analysis. Oh, okay. Jetzt muss ich zur, was war das nochmal? Ebene 3? Mögliche Ursache Beschädigung des Stromrelais. Consult diagnostic report in repair bay level 3 for detailed analysis. Reparaturbucht auf Ebene 3. Ha. Ebene 3? Wartung. Na gut, da sind ja eh noch drei Knoten vorhanden, von daher, ne? Ich soll also zur Wartung wieder zurück. Ja gut, ne? Dann sollte ich mal da wieder hingehen, wa? Hoffentlich kann ich da auch was machen, weil beim letzten Mal bin ich da ziemlich planlos durch die Gegend am Latschen gewesen, soweit ich weiß. Aber wer weiß, vielleicht sind ja durch die Dinge, die ich mittlerweile gemacht habe, so ein paar Sachen da unten passiert, wodurch ich jetzt wiederum mehr machen kann. Das oder ich laufe da gleich ziellos umher. Solange ich halbwegs irgendwie irgendwo noch was finde zum Heilen. Was ich aber irgendwie gerade ein bisschen bezweifle, um ehrlich zu sein. By the way, was ich da heute Nacht, glaube ich, gesehen habe. Angeblich Unwetter hier. Welches Unwetter? Was für ein Unwetter droht denn? Da stand jetzt einfach nur in dem Fall Hitze. Hohe Temperaturen. Ich meine, okay, auf eine Art und Weise, klar, kann man schon sagen, ist auf eine Art und Weise Unwetter, ne? Aber mehr nicht? Vor allen Dingen die Temperaturen, die jetzt gerade sind, ich meine. Ich schwitze mir jetzt hier eigentlich keinen ab. Der Ventilator, den ich hier gerade anhab, den könnte ich theoretisch eigentlich auch ausmachen wieder. Also, welche Temperaturen? Welche hohen Temperaturen? Also, hä? Bin ein bisschen verwirrt.
vorne. Oh, bin ich blind. Ist das aber der richtige oder... Nee, ne? Executive Light Deck. Der andere führte wohin? Nee, andersrum. Maintenance. Ach, ja, ja, klar, genau. So tut man auf Knöpfe drücken. Oh, goddammit. Okay, hier muss ich aber drauf achten, hier hast du immer noch irgendwo Gegner scheinbar. Weil die Sicherheit immer noch bei 55% ist. Ich muss das komische Diagnose-Ding angucken, angeblich. Weiß aber nicht genau, wie ich das Teil benutze. Soll aber zur Reparatur gebraucht. Stimme bleibt irgendwie langsam weg. Ich soll zur Reparaturboot und dann dieses Diagnose-Ding mir angucken. Oh, wait, jetzt kann ich da was machen mit? Please take lock. Oh. Power systems failure. Malfunction in subsystem relay 428. For repair instructions, please consult relay analyzer. Be sure to specify relay number for analysis. Maintenance corridors are now accessible. Oh. Jetzt kann ich in den Wartungsbereich. Aber nicht hier. Kann ich da normal drauf drücken? Nee, ne? Nein. Dann sollte ich aber da links reingehen können, richtig? Ja. Yep. Die Tür ist jetzt offen. Hier ist noch ein Roboter. Und noch einer. Oh. Meine Gesundheit. Was ist denn das für ein Ding? Die habe ich ja schon mal irgendwo gesehen, oder nicht? Teil. Ich schätze jetzt einfach mal, dass ich am falschen Ort bin. Was wurde gesagt? In welchem Bereich? Da wurde, glaube ich, gesagt auch was, oder?
Störung, Wartung. Vier Funktionen, Subsystemrelais, bla bla bla. Teilen Sie für. Steht aber leider nicht genau wo. 428. Kann also gerade überall sein. So. Warum? Hä? Oh. Oh. Und wie komme ich da hoch? Ach so, wahrscheinlich hast du wieder so eine komische Ecke, wo du hängen bleiben kannst, wa? Ja. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist so, aber ja. Hi. Er hat einen Schuh gefunden, geil. Ein Schuh bringt mich auf jeden Fall weiter. Oder ein Stiefel, vielmehr gesagt. Ja, ein Stiefel bringt mich auf jeden Fall weiter. Jetzt darf ich ja nicht verrecken wegen Falschaden. Ich könnte vielleicht da mal reingehen. Vielleicht habe ich ja Glück und nein, ich habe hier nichts. Aber eventuell spawn ich. Ey, der Köpfe schüttelt wieder mit dem Kopf. Beim letzten Mal hat er nichts gemacht. Dass das nicht respawnt wieder, ne? Oder nicht respawnt, dass da an dem Automaten wieder aufgefüllt wird. Restock wäre das, genau, nicht respawn. Restock. Überall die dicken Roboter sein müssen. Okay. Okay, die Musik ist einfach am Starten, weil ist so. Shit. Nein! Ach ja, was soll's, ich bin ja hier. Und jetzt habe ich mehr Leben, ey! War ich gerade? Da oben. Oh, jetzt gibt's aufs Fressbrett hier, Junge. Hat den Schaden beibehalten, interessant. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Outside the
Ich weiß nicht mehr, welches Game hatte diesen Schwachsinn. Oh, der hat einen Fehler. Dafür brauche ich einen von diesen Dingern hier. Und wo waren die nochmal? Welches Game war das nochmal gewesen, wo du so einen Schwachsinn hattest, dass quasi, wenn du deine deine Waffe nachlädst und die Waffe hat jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du hast 10 Schuss, hast zweimal geschossen und willst jetzt einfach nachladen. Und hast dann dabei aber die komplette Munition, die du gerade dann noch im Magazin hattest, dann einfach weggeworfen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Irgendein Spiel hatte nämlich diesen Schwachsinn. Wodurch du quasi halt, wenn du schon nachlädst, dann erst dann, wenn du keine Munition mehr hast oder so gut wie keine. Oder das war vielleicht auch ein Bug gewesen, ich weiß nicht mehr genau. Weil irgend so ein Spiel hatte so einen Schwachsinn gehabt. Konnte man einen Marker setzen? Nee, ne? Doch, kann man. Warte mal ganz kurz. Dann, nein, das bist nicht du. Auch nicht. Wann dann nochmal? Der da. Okay. Da haben wir nämlich dann einen dieser Defekten. Muss ich nur noch das komische Teil finden, zum Austauschen. Ich weiß leider aber nicht mehr genau, wo das war. Oder hier? Weiß auf jeden Fall, dass es irgendwo oben war. In so einem kleinen Räumchen. Weiß aber nicht mal wo. War das da vielleicht auch gewesen? Ah hey, hier haben wir so ein Ding. Wie groß ist das Teil? Relativ groß. Relativ groß. War aber zum Glück nicht weit entfernt. Modulator replacement successful. Jargon-Chiffre. Tausche den Schnittstellen-Modu-Dingsbums irgendwas aus. Ich schätze mal aber, dass ich noch andere finde, wa? Da und da. Deswegen gehe ich mal nach da oben hin und hole mir noch eine und latsch mal zu den anderen beiden. Das heißt, dann irgendwo werde ich dann früher oder später... Au, verdammt. Irgendwo werde ich dann früher oder später wahrscheinlich dann auch die Bomben platzieren, wa? Zumindest gehe ich mal davon aus. Wäre ja logisch, ne? Ich meine, warum zum Geier kann ich die Bomben finden, aber ich kann sie nicht benutzen. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr. Oh, wow, 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 wow. Noch einer! Ja, klar, sag mal. Wo sind wir denn hier? Wobei, weißt du was? Wir haben doch sowieso eine Batterie in der Ecke. Ciao. Naja, eine Batterie in der Ecke, das Blöde ist aber... Nein, ich nucke lieber an der Batterie. Double kill. Ah.
Egal, die sind tot. Ich wollte mich jetzt nicht hier hin, weil ich habe gesehen, ich habe nur noch so ein, zwei Balken und wenn ich da hingehe, könnte es gut möglich sein, dass ich Schaden bekomme, so wie jetzt gerade. Mal eben hier, ne? Nicht, dass ich hier den auf volle Pulle wieder habe. Dass da mal eben so viele Bots da auf einmal rausgekrochen kommen, ey. Und dann sind immer noch hier welche drin? Sag mal, ich habe den ganzen Laden hier gerade leer geräumt. Ich dachte gerade, da oben steht was. Oh, ich hab was zum Heilen gefunden. Endlich mal. Endlich mal wieder so ein Nikotinpflaster gefunden. Mit Erdbeergeschmack. Nikotinpflaster mit Erdbeergeschmack. Aha. Okay, hier haben wir scheinbar kein kaputtes Teil. Nö. Lass mich mal raten. Du hast vier von diesen Orten und an einem findest du halt dann das Richtige. Und wenn du dann halt jetzt alle untersuchen musstest, weil quasi du nicht den Richtigen die ganze Zeit gefunden hast, dann selber schuld, wa? Oh, wait. Oh, dafür. Warte mal. Was war das? 428 oder so, wa? Relay functioning correctly. Dafür ist das gut gewesen. Also habe ich bereits repariert. Guck aber den einen mir noch an, weil... Warum halt nicht? Noch mehr Gegner kaputt kloppen. Und eventuell sind da die Kerne. Okay. Mittlere Stufe haut ordentlich rein. Oh hey, eine Railgun, yay.
Ist einfach so just for fun. Kann ich nicht mitnehmen, weil die größer ist als das, was ich gerade habe, okay. Ich hatte auf jeden Fall einen ordentlichen Wumms. Ich habe aber keine Kerne gefunden. Habe ich die Kerne schon bereits hier zerstört oder? Nee. Die sind noch da. Ja, dann mal wieder raus mit dem Ding, wa? Weil ich habe nur noch einen Schuss. Was soll ich damit? Ist halt, es ist eine Waffe, die verdammt durchschlagskräftig ist. Nur das Problem ist, was willst du mit einer Waffe, deren Munition scheinbar extrem selten ist? Und verdammt viel Platz verbraucht. Was willst du mit so einer Waffe? Die kannst du ja schlichtweg gar nicht gebrauchen. Das ist das Problem. Ja, fast so wie die BFG in Doom. Nur, da hast du wenigstens hier und da mal Munition dafür und kannst sie aufbewahren. Hier sollst du sie quasi auch zwar mehr oder weniger aufbewahren und dann für irgendwelche dickeren Gegner verwenden. Das Problem ist halt nur, das lohnt irgendwie nicht. Ich habe da so eine kleine Ecke übersehen, aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Okay, wo ist die Reparaturbucht? Hey. Was ist denn das? Oh, wem soll ich denn jetzt das Auge rausreißen? Was ist das denn jetzt für ein Raum? Ist das hinter der Tür? Cyberspace ist dahinter. Ja, wie komme ich jetzt hier rein? Neues Problem. Ich habe ein neues Problem. Muss ich da rein? Wäre ja möglich, dass ich quasi meine Aufgabe gerade erledigt habe hier oben. Hier unten, wie mir gesagt. Und als nächstes wieder zum Dingensbums-Bereich soll. Zum Executive-Bereich. Wo kommt der denn her? Zum Executive-Bereich, damit ich die Haine abwerfe. Weil jetzt ist ja das Stromrelais repariert. Richtig? Dann müsste ich ja dann, wenn ich die Haine repariert habe, zur nächsten Ebene kommen. Die, keine Ahnung, wie jetzt nochmal hieß. Wo muss ich nochmal hin? Ich muss. Okay.
Hier brauche ich mir ja keine Gedanken machen, gibt es ja gar keine Gegner mehr. Soweit ich weiß. Falsch rum. Schon wieder so einen Sprung gemacht. Ich muss ja einmal rumlatschen, genau. Das ist aber auch schon ein bisschen blöd gemacht, ne? Das ist ja auch schon irgendwie ein bisschen blöd gemacht, dass man dann einmal quer durch die Gegend eiern muss. Damit du dann da hinten ankommst. Vielleicht gibt es irgendeine Tür oder so, die ich öffnen könnte, damit ich dann das alles schneller hätte, aber... Ja, so darfst du einmal quer durch die Gegend eiern. Und dasselbe geht dann auch, wenn du zurück willst. Quasi wie, als wenn ich gerade in einem Ladescreen würde oder so ähnlich wäre. Und jetzt sagt das Spiel wieder. Error. Hey, das sieht doch schon besser aus. Zwar gelb, aber... Hm. Insect. Cease your meddling. My experiments must continue. Aha. Sehe ich aber nicht so. Ja, so viel zu dem Thema, dass hier gar keine Gegner mehr sind. Okay, habe ich aber jetzt die Haine raus abgefeuert? Nee, ne? Die sind, glaube ich, noch da. Ja, geht auch wieder. Die sind, glaube ich, noch da, richtig? Muss ich da noch irgendeinen anderen Knopf finden oder wieder was? Warte mal kurz. Ja, das ist immer noch. Die biologische Kontamination ist immer noch. Also muss ich das nochmal machen? Bereits aktiviert, okay. Aha. In Anbetracht, dass hier plötzlich Gegner sind. In Anbetracht, dass hier plötzlich Gegner sind, muss ich scheinbar wohl jetzt zu den jeweiligen Hainen hingehen. Oder so ähnlich. Wo zum Geier bin ich jetzt hier gerade? Okay, ich bin bei dem Bereich von den reichen Säcken. Ja, dann kann ich ja meine Vermutung ja mal jetzt gerade mal auf die Probe stellen. Muss ich jetzt zu einem der Haine hin? Ich glaube, Delta ist doch weg. Delta? Ne, Delta war ich. Nicht funktionsfähig. Gibt's hier irgendwo einen Knopf? Nein. Okay, Problem.
Das war, glaube ich, Gamma. Bei welchen der Haine hatte man einen Hebel? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, bei einem war doch ein Hebel, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Der ist leider auch kaputt. Ja. Also ist der letzte verbleibende der da. Wenn das auch nicht funktioniert, dann wo muss ich hin? Oh, noch ein Audiolog. Hat wohl gerade einer von diesen komischen Seuchenschleudern wohl verfasst. Cyborg 82N. In response to recent regrettable incidents, I have altered the sequence necessary to jettison Groves. One must now enable the jettisoning of all the remaining Groves before any single one can be launched. To jettison a single Grove, one must do three things. One, hit the jettison enable switch inside all remaining Groves. Two, activate master jettison enable in Gamma Quadrant. Three, pull the jettison lever in a specific Grove lounge to launch that Grove. Huh? Also irgendwo hier? Oder wieder was? Antivirus wirft den Beta-Hain auf der Führungsebene ab. Na, irgendwas tut sich da. Wenigstens passiert hier was. Nicht so wie bei dem einen, wo dann gesagt worden ist, ja, Bergbaulaser zerstört. Ha? Ich habe doch nur auf den Knopf gedrückt und nichts ist. Kein Rumpeln, kein lauten, keine Explosion, kein gar nichts. Einfach nur... da will man ein Geräusch machen, da kommt nichts raus. Ich krieg grad nichts raus. Oh, Bergbaulaser zerstört, okay.
Grove already jettisoned. Okay, ich habe dann jetzt einen abgeworfen. Muss ich dann jetzt die anderen auch nochmal erstmal abwerfen? Und die sind jetzt erst aktiv oder wieder was? Stimmt, deswegen gibt es ja auch System Shock 2. Wait, heißt das dann jetzt gerade, ich bin hier fertig? Oder wie oder was? Also muss ich die anderen jetzt gar nicht abwerfen? Oder was? Bin etwas verwirrt. Aber, ah ja, da muss ich ja dann wieder dahin, weil da ist ja der Aufzug. Ja. Gehen wir mal zu diesem einen Bereich da oben. Dann kann ich ja sehen, ob ich jetzt hier irgendwas machen kann oder nicht. Das ist Delta. Nee, kann ich nicht machen, weil ist kaputt. Und das war, glaube ich, auch der einzige, ich glaube, den ich gerade abgeworfen habe. Welcher war das nun mal? Oder Beta oder so? Ganz kurz gucken. Beta habe ich abgeworfen. Beta war doch auch der gewesen, der da die Verseuchung hatte, oder nicht? Wo sie da ihre Virusexperimente machte. Das heißt also, ich habe also jetzt gerade den Hain abgeworfen mit der biologischen Gefahr. Und kann jetzt zurücklatschen. Wenn ich den Weg finde. Zu dem neuen Aufzug, damit ich dann zu der neuen Ebene kann. Richtig? Davor werde ich aber irgendwelche Gegner haben und eventuell sterben. Dass man so einen langen Weg gehen muss, ey. Falsch rum. Oh. Hat mir jetzt aber nichts gebracht, du. Das hat mir jetzt aber nichts gebracht. Ach, jetzt schau mich doch nicht so an. Ich kann doch nichts dafür, dass mein Unterkörper so vibriert. Ach, Mann. Was ist denn das für einer? Oder hat er in Wirklichkeit eigentlich Kopfhörer auf, die man gerade nicht sehen kann?
Haben wir schon wieder 4 Stunden um? Oh, okay. Ja gut, dann, wie gesagt, ich mache dann jetzt noch den Kram, den ich machen wollte, dann. Hoffentlich dabei ohne zu verrecken. Wünschenswert wäre es. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier ein Gegner irgendwo war. Das war der eine, den ich bereits angeschossen hatte. Das war aber nicht der... Ah, der ist bestimmt da drinne, wa? Der ist bestimmt drinne. Oh, oder der ist hier. Kann ich jetzt da rein? Nee. Ich wollte schon sagen, ich kann ihn nochmal benutzen. Yeah, jetzt komme ich in den Engineering-Bereich. In die Systementwicklung. Und dafür brauche ich den Plastiksprengstoff, richtig? Damit ich da die Antennen zerstören kann. Den Plastiksprengstoff, den ich, was weiß ich was, vor gefühlt eine Ewigkeit gefunden habe. Oh, Showdown. Ja, wenn du das sagst. Wer zum Geier ist da am Labern? Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon kommen. Beim nächsten Mal, wenn ich dann hier bin, werde ich wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit verrecken. Ich werde mir das Audiolog ansehen oder beziehungsweise anhören. Werde irgendwelche Gegner sehen und werde wahrscheinlich innerhalb der ersten 10, 5, 3 Minuten wahrscheinlich sterben. Oder wenn es hochkommt, 10 Minuten, weil ich kein Medipack oder ähnliches gefunden habe und überlebt habe, bis dann halt der nächste Blödsinn um die Ecke kam und mich umbrachte. Ja. Wahrscheinlich. ja. Was habe ich jetzt eigentlich hier gemacht? Ich habe die Führungsebene mir weiter angeguckt. Ich habe die drei Haine angesehen. Die ganze Verriegelung gelöst und habe dann Beta-Hain weggeschossen. Abgeworfen, damit ich dann zum System-Dingsbums Entwicklungsbereich oder so ähnlich kam. Warum zum Geier konnte ich eigentlich bei den anderen... Achso, die anderen musste ich ja entriegeln, damit ich den Beta-Hain entriegeln konnte. Genau, das hat ja Shodan gesagt gehabt. Du musstest ja alle entriegeln, damit du dann quasi den Master-Dingsbums machen kannst, damit du dann bei den jeweiligen Launch-Dingsbums da den Beta-Hain dann in die Luft jagen kannst, beziehungsweise abwerfen kannst. Stimmt. Genau. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert gehabt, warum zum Geier musste ich dann überhaupt in die anderen Haine, damit ich da irgendwas entriegele, wenn die doch gar nicht abgeworfen werden. Aber ja, das hat ja Shodan dann gesagt gehabt. War diese eine Audiolog-Datei die ganze Zeit da am Rumfliegen oder ist die erst jetzt vor kurzem gespawnt? Weil wenn die ganze Zeit schon da war, dann... Ah, okay.
Naja, was soll's. Hab ja einen gewissen Fortschritt wieder gemacht, ne? Und ich weiß nicht, wie weit ich eigentlich vom Ende entfernt bin. Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Denke ich mir mal. Also ich vermute mal noch so ein, zwei Streams und dann bin ich wahrscheinlich durch mit System Shock. Ja. Vermute ich mal. Kann ich ja eventuell mal nachgucken irgendwo, um zu schauen, wie weit ich jetzt vom Ende entfernt bin. Naja gut, was soll's. Ich mache jetzt aber hier Ende und demzufolge auch wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal dann wieder. Ne? Bye bye.